Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 14. So, wir stehen vor dem ersten Testspiel wieder dieser Saison. Muss dazu gesagt werden. Wir haben einen guten Aufwärtstrend, aber wir rotieren mal ein bisschen. Wir rotieren mal ein bisschen. Ich brauche mal wieder einen Stürmer hier im Gebälk. Muss man einfach mal so sagen. Hütten, Lazar, Schröder. Ritten kommt hier mal klar mit. Hat er 59. Oh mein Goodness. Haben wir echt keinen Stürmer, der stärker ist? Ja, wir lassen jetzt ein paar junge Leute spielen, die jetzt, wie soll ich sagen, ein bisschen was verdient haben. Mal ein kleines Schösselchen. So. Linksverteidiger lasse ich hier nochmal rotieren. Wo ist denn mein Linksverteidiger? Wo sind denn meine Verteidiger? Habe ich wirklich keinen Linksverteidiger mehr? Scheiße, ich hätte Linksverteidiger gebraucht. Habe ich wirklich meinen. Oh, nö. Das ist ja jetzt echt Kacke. Ich suche die ganze Zeit Rechtsverteidiger. Dabei habe ich gar keine Linksverteidiger. Nein! Mann, bin ich behindert. Ich habe nur zwei Rechtsverteidiger. Hier auf der Ersatzbank. Wo sind die ganzen Verteidiger hin? Oh, Menno, bin ich doof. Fuck. Da muss ich ja direkt nochmal schnell Transferspieler suchen. Defensive. Ich brauche linkes Mittelfeld. Bundesliga 20 passt. Suche starten. So, Christian Günther. Wie siehst du aus? Nee, sehe ich nicht viel. So, hier steht auch nichts darin. Oh, Alaba. Ein bisschen teuer. Bayern hat eigentlich keinen Schrott, oder? Aber bis ich den gescoutet habe, vergehen Jahre. Fuck. Kriege ich ein paar mehr Informationen, bitte? Ein Dortmunder. Bandowski. Bandowski. Okay. Bandowski. Anfragen für Kauf. Ist eigentlich relativ billig. Joa. Laskowski hat gerade einen neuen Vertrag mit dem Verein abgeschlossen, aber ist kein Schlüsselspieler der ersten Mannschaft. Er ist wahrscheinlich zwischen 400. Nee. Nee, das wird da nichts, wenn er gerade erst gekauft wurde. Das wird dann nichts, das weiß ich jetzt schon. Da muss ich weitersuchen. Fuck. Das habe ich total übersehen, dass ich Linksverteidiger brauche. Mann, bin ich behindert. Ach, Halstenberg. Ah, Junge, bist du wieder zurück? Ich könnte dich ja wieder kaufen. So ist ja nicht. Noch ein Nürnberger. Ui, 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 ui. Verkauf bitte. Ablöse 2,2. Mach mal 2,4. So, Angebot absenden. Ich hoffe, das Geld habe ich dann noch. Ich glaube aber nicht. Verfluchte Axt. Fuck. So, ich spiele aber jetzt erstmal die nächste Partie. Verflucht. Also das erste Testspiel dieser Saison. So, gegen wen eigentlich? Regu Calabria. Ja. Kenne ich nicht. Hat sich mir noch nicht vorgestellt. So, wieder Torschusstraining. Wieso nicht? So. Versuch. Ja, Kollege, super gemacht, Junge. Bin ich stolz auf dir. So, ich hoffe, ich krieg den Stürmer. Dann habe ich ein Problem weniger. So, gut, reingedonnert. Ach komm, was war denn das jetzt, Kulikas? So was versenkst du normal im Traum? Komm, leck mich. Das probiere ich jetzt gar nicht mehr erst. So, und jetzt hauen wir hier im ersten Testspiel mal wieder eine Hundemarke drin. Dass wir hier sagen können, ja, es passt. So, Trost holt sich gleich mal den Ball hier. Gegen den Gegner. So, ich kann mir auch nicht merken, wie der heißt. Nie im Leben kann ich das.
So, schön auf Drost gespielt. Drost kann abziehen. Und da Schäfer Hoog. Sauber eingenetzt. Dritte Minute. Ist zwar mehr ein Abstauber-Tor, aber Tor ist Tor. Wunderschön. Es tut ihm gut. Es macht ihm Spaß. So. Schön draufgehalten von Drost. Und Verhoog netzt das Ding ein. Wunderschön. So. Läuft schon mal gut in diesem Testspiel. Kann noch nur noch besser werden. Oder kann noch besser werden. Würde ich mal sagen. Da haben wir die Möglichkeiten dazu. So, gut auf Ofusu gespielt. So, so ausgeruht, wie sie sind, ist natürlich super. Ah, da haben wir den Ball nicht mehr auf Mohamed durchbekommen. Aber hilft ja nicht, kann nicht immer klappen. So, schöner Pass nach vorn. Ah, da kam der Pass zu Verhoog leider nicht so durch. So, Mohamed will natürlich seinen Fehler wieder bereinigen. So, sauber. Drost hat den Ball. Schön Mohamed gesehen. Flanke. Kolikas. Au, auf den Torwart. Schöner Kopfball. War ein Hämmerchen. Kann man nicht meckern. Ah, Rucciuk verliert hier den Ball. So, Donak hat den Ball sicher in der Innenverteidigung. So, Nähering. Auf Drost. Der Mohamed sieht. So, schöner Spielaufbau. Leniani läuft da wieder schön mit. So, kann er die Flanke? Ja, kann er, aber die kam nicht an. Leider. So. Der Gegner baut sich hier was auf. Die Verteidigung muss hier aufpassen. So, gut gemacht. So, kommt schon. So, Aufbau hier. So, kommt schon. Ah, wollte den Pass gerade spielen. So, kommt Verhoog. Ah, kommt er nicht mehr ran. Kann er auch nicht mehr vermeiden, dass er hier den Pass spielen kann. So, der Gegner versucht es über links, über seine linke Seite. Meine rechte natürlich. So, kommt schon. Nehmt ihm den Ball ab. Oh, schön in die Mitte rein. Abseitsposition. Bamjohan wäre schön rausgekommen. So. Ich probiere es einfach nochmal mit Bamjohan, dass er hier vielleicht doch besser wird. So. Ich weiß halt noch nicht, ob das die gute Entscheidung war. So, schönes Ding. Sauber von Mohamed. Der ist richtig geil durchgelaufen. Und schön gesehen vom zuspielenden Spieler. Ich weiß gar nicht, wer da den Pass gespielt hat. Aber der war geil. So ein schöner, langer Pass. Sieht da Mohamed laufen. Und da geht's auch ab. War, glaube ich, Kolikas. Sicher bin ich mir nicht. Drost könnte es auch gewesen sein. Aber ein schönes Ding. 2:0. So kann es weitergehen. So. Verhoog heftet sich gleich wieder an die Fersen des Gegners, um hier den Ball gleich wieder zu bekommen. So, diese Saison wollen wir was zerreißen und da müssen wir natürlich rotieren und gute Spieler an Land ziehen. Und der Sturm gehört irgendwo nochmal verstärkt, dass wir eine Auswahlmöglichkeit haben zum Wechseln da vorne. Eine gute Auswahlmöglichkeit. Kolikas ist ein guter Spieler. Ohne Frage. Verhoog kommt aber auch schön langsam in die Jahre. So, Ofusu kann sich hier nicht durchsetzen. Leider. Der muss natürlich auch noch ein Stückchen besser werden, dass er hier natürlich das Niveau hier mithalten kann. So, mittlerweile kennt sich ja die Mannschaft doch recht gut. Und die neuen Spieler sind immer recht gut eingegliedert worden. Wir haben auch nie zu große Veränderungen gemacht im Kader. So, ich bin immer noch der Meinung, dass ich Nöten nicht verkaufen hätte dürfen. Dann wäre man ein bisschen besser hier durch die
Saisonen gekommen. Der Aufstieg vielleicht ein bisschen eher möglich gewesen. So, Kolikas kriegt hier den Ball hier nicht rüber. So, aber wir haben eine Ecke. Trost darf treten. Ecke kommt. Kopfballduell und Latte. Mann, Verhoog, du tust mir mittlerweile leid. Ohne Scheiß. Schon wieder in so einen Lattenkracher per Kopf. Es kommt schon wieder, Verhoog. Ich glaub an dich. So, aber mit Verhoog an der Spitze ist eigentlich gut was gekonnt. Also das ist ein Spieler. Ich bin echt gespannt, wo der noch niveautechnisch hingeht. Das ist ja brutal. Der hat eigentlich jede Saison einen gewaltigen Aufschwung gehabt bei unserem Kader. Und deswegen bin ich auf nächste Saison gespannt. Wenn ich die Champions League knacken sollte, was möglich sein kann, dann hänge ich vielleicht noch eine Saison dran. Ich wollte ja noch der jetzt dann beenden. Aber wenn ich in die Champions League Runde komme, dann mache ich da mit. Dann mache ich das. Dann versuche ich mich da auch noch durchzuboxen. Dann muss ich einfach mal. Das wäre schon geil. Das würde sich natürlich im Transferbudget auch widerspiegeln. Und dann könnte ich mir Spieler kaufen ohne Ende. So, Kolikas holt sich hier den Ball. Oh, aber der Pass auf Verhoog kam hier leider nicht so durch, wie wir den gerne hätten. So, schön abgelenkt. Aber der Gegner kommt an den Ball. So, komm schon. Natürlich wollen wir im DFB-Pokal diese Saison auch eine große Rolle spielen. Das sind natürlich Spiele, da wo wir Spieler wieder aufbauen können. Weil es doch ein paar Partien mehr sind. Und natürlich das Niveau der Spieler sich drastisch hebt. Schöne Flanke. Oh, vorbei. Aber ich glaube, der Gegner war noch dran. So, schöne Aktion. Schauen wir uns nochmal an. Ja, da war der Gegner dran. Da haben wir eine Ecke. Ofusu darf die Ecke treten. Ecke kommt. Wie gut kommen sie? Schöner Kopfball und nochmal eine Ecke, weil der Keeper hier den Ball hier drüber gehoben hat. So, jetzt die andere Seite. Drost darf. Ah, daneben ist nochmal eine Ecke oder keine Ahnung. Habe ich nicht aufgepasst. Ja, darf ich nochmal. Ofusu darf dieses Mal wieder treten. Kommen aber nicht ran. So. Da stehen meine Spieler. Da brauche ich keine Angst haben. So, Ofusu. Über rechts. Über seine Stammposition. So, jetzt ist aber erstmal Halbzeit. Wir sind 2:0 vorn. Das gefällt mir schon mal. Da geht noch was. So, weiter. Fortsetzen. Zweite Halbzeit läuft hier an. Und wir versuchen wieder unser Bestes, wie immer. Dass wir hier den Gegner so richtig niedermetzeln im Testspiel. Da müssen wir uns aber ranhalten und dem Gegner keinen Aufwind geben mit Fehlpässen oder schlechten Ballannahmen. Oder wenn man einfach sich festläuft. So, Ofusu läuft da rechts schon wieder zu hoch vorm Auf. Aber kann hier die Flanke nicht mehr reinbringen. Na, Verhoog kann das Kopfballduell hier nicht machen. So, der Gegner spielt sich da hinten erstmal die Bälle zu. Erstmal ruhig aufbauen, wieso nicht? Hat er recht, wieso? Sollte man das auch überhasten gegen uns? Vor allem, weil Fehlpässe rächen sich da ziemlich bei uns. Oder von uns. So, Abseitsposition vom Gegner. Gut in die Abseitsfalle getappt. Ein bisschen Disgas rausgenommen. Damit der Gegner hier in die Falle läuft. So. Spielaufbau wieder. So, Nähering über rechts. Unser guter Verteidiger. So, kann die Flanke auch noch bringen. Au. Oh, der Abwehrspieler hat aber aufgepasst, dass Verhoog hier den Ball nicht in die Finger bekommt oder auf den Fuß bekommt. Da ist er natürlich sehr bedacht drauf. So. Gegner wieder über links. Ja, werden ein bisschen forscher hier, muss man schon sagen. So, immer gut wegbringen die Bälle. Wegbringen, habe ich gesagt. Abseitsposition. Gut so. So bleibt Baumjohann
ja, wie soll man sagen, gegentorlos gerade. So, 57 Minuten bereits gespielt. Ich könnte mal wieder die andere Seite probieren. So, Mohamed. Kulikas. Nochmal auf Mohamed. Der kann die Flanke hier reinbringen, aber da steht keiner. So, Drost hängt sich hier an den Gegner. Und bringt den erstmal ins Schwitzen und bringt ihn zum Fehlpass. So, Kulikas nimmt den Ball hier dankend an. Was macht er? Ah, verliert hier den Ball. Schade. So, jetzt macht der Gegner das Spiel schnell. Versucht es zumindest. So, gut geklärt. Nochmal hier aufbauen mit Mohamed. So, nicht festlaufen. Brusciuk hilft. Hier aus. Ah, fick. Fick. So, Brusciuk. Er macht hier einiges. So, kommt schon. 65 Minuten bereits gespielt. Ich werde auch bald in den Kader gucken müssen. So, werde ich auch jetzt mal. Wegen der kurzen Pause. Ufusu bleibt drin. Brusciuk bleibt drin. Lignani muss drin bleiben. Da haben wir nichts anderes. Bleibt drin, bleibt drin. Nering nehme ich nochmal raus. Kommt Staffs rein. Ich wollte Staffs. So. Danke. Ufusu, rechtes Mittelfeld. Was haben wir noch alles dabei? Tai haben wir dabei. Linkes Mittelfeld, Radzkowski. Zillner haben wir dabei. Ritten haben wir dabei. Meier haben wir dabei. Ich würde mal sagen, Ritten tue ich jetzt mal für Verhoog rein. Und Meier für Drost. Für Drost meinte ich. Mohamed bleibt drin. So. Fortsetzen. So, da müssen wir nur warten, bis der Ball wieder ins Aus geht. So, Drost am Ball. Nach seiner Verletzung kann hier noch eine Ecke schinden und jetzt kommen die Einwechslungen. Ist ja fast schade, dass ich jetzt Drost rausnehme, aber jetzt haben wir dreimal gewechselt. Mohamed darf die Ecke treten. Ecke kommt. Ne, aber nicht zuverlässig genug. Ufusu nimmt den Ball hier an. Donak. Was macht er? Spielt hier den Pass rüber. Kulikas. Bringt hier den Ball rein. Und Tor. Ritten. 72. Minute. Sauber, Junge. So gefällt es mir. Erste Aktion gleich mit dem Kopf drin. Passt. 3-0. Ist aber, um ehrlich zu sein, auch nicht wirklich ein starker Gegner, den wir hier testspieltechnisch haben. Vielleicht kriegen wir ja noch stärkere Gegner. Wir haben ja noch zwei Testspiele. So ist ja nicht. So. Einwurf für den Gegner. Wo ich mir nicht merken kann, wie er heißt. So. Ah, komm schon. Bleib dran, Mohamed. So, schön weggespitzelt, schön unter Druck gesetzt. Kulikas holt sich das Ding. Ritten läuft hier. So. Ah, Abseitsposition von Ufusu, leider. Ah, schade. Nur knapp, aber Abseits ist Abseits. Da muss man dem Unparteiischen einfach recht geben. Es war einfach Abseits. So, Kopfballduell verloren. Gegner kommt hier. So, dranbleiben, anheften. Ja, so verkackt er eine Flanke. Aber schön hat sich der nochmal reingedreht. Muss man zugeben, dass der echt schön reingedreht hat. Ritten. Ah, kommt hier nicht durch. Schade. So, und der Gegner nochmal über links, aber ins Aus gespielt. Einwurf für uns. So. Brusciuk. Mohamed. Verliert den Ball. So, kommt schon. Bleibt dran. So. Abstoß.
Gute Sache. Und da kann Baumjohann wieder mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Er ist ja nicht schlecht, also der muss nur mal wieder Vertrauen in sich haben und sich nicht hängen lassen. So, Legnani. Legnani, oh, was für ein Verteidiger. So, Mohamed kommt da in die Bresche gesprungen. Kopfball. Oh, Latte, ich werde nicht mehr. Ärger dich nicht so lang, komm schon. Lauf, Junge, lauf. Ein bisschen Bewegung, dann hättest du nochmal eine Chance bekommen. So, Ritten macht hier das Foulspiel und wird hier begrabbelt, so wie es aussieht. Ich werde ihn nicht. Komm, mach den Freistoß. Och. Jetzt lassen die noch ein bisschen warten, dass hier noch die Einwechslung stattfinden kann. 2 Minuten vor Schluss. Plus Nachspielzeit halt, aber die kann ich immer so schlecht vorhersagen. So, Staffs holt sich den Ball. Kolikas, Meier läuft hier, Entschuldigung. Falsche Ansage. So. Schön durchgesteckt. Ritten. Mohamed. Ah, oh, komm, ey. Ritten nochmal. Oh. 3 Torschüsse, keiner geht rein. Leider. Ja, da war der Wumms nicht hinter. So, damit gewinnen wir das erste Testspiel. 3:0, passt einmal frei. Gefällt mir. So, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao, bis morgen.